Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum neuesten Overwatch, schon wieder auf Agency. Und mir geht's gut und die Facecam ist an, obwohl sie gerade eben nicht angehen wollte. Ich war kurz schockiert. Oh, er hat sogar ein Knife. Er hat ein Tiger Tooth Knife. Wird er jemals sein Knife verlieren? Warte mal. War das jetzt gerade ein Demo-Fehler? Ich hoffe für ihn, dass es ein Demo-Fehler war. Er hat eine Glock 18 Water Elemental und ein Tiger Tooth. M9 Bajonett. Alter. Also wenn er wirklich cheatet, dann ist er echt ein Dummbatz, oder? Okay, jetzt bin ich wirklich. Oh, wisst ihr was? Das ist so ein Ding. Das ist so ein Griefer-Match. Und eine Frontside Fisty hat er auch noch am Start. What the fuck? Der hat meine Waffen. Das ist so ein Griefer-Match, wo sie nur gegen Bots spielen, die durchgehend stehen. Ha. Okay, jetzt ist halt nur interessant zu wissen, was er jetzt möglicherweise. Also Grief kriegt er dann auf jeden Fall. Ich sag mal, dieser erste Headshot war kein Aim. Sondern war halt einfach da die Demo geleckt oder sowas. Wow! Ein Cheater, Griefer, ein Suspect mit Knife, mit Skins. Mit wirklich recht teuren Skins. Also, hatten wir das schon mal, dass ein Cheater Knife hat? Ich glaube nicht. Das sind wirklich diese pikanten Fälle. Höchst pikant. Achtung. Ah. Ja, aber er dödelt da vor sich hin. Also, das sind irgendwie so komische Uprank-Spiele oder sowas, die man macht. Die Leute sind einfach AFK, die da oben stehen. Das sind scheinbar keine Bots, sondern eigentlich echte Menschen, dass das Spiel auch gewertet ist. Und man spielt dann hier praktisch, also nicht hier auf der Map, sondern hier in diesem Grief-Modus, erspielt man sich einfach einen hohen Rank, weil man halt nur Gewinne einfährt. Irgendwie so. Ihr habt mir es mal versucht, oder es hat mal jemand versucht zu erklären. Und das habe ich so daraus mitgenommen. Aber ja, da ist eigentlich kein. Es gibt keinen permanenten Bann, außer er wurde schon ein paar Mal für Griefing gebannt, dann schon. Wir hatten es letztens im Livestream auch von einem Bann und Overwatch-Bann. Da war dann jemand der Meinung, dass Overwatch-Banns nie permanent sind, aber es per Overwatch-Banns bringen, wenn diese harten Dinger detected werden. Das sagt auch Valve so ganz öffentlich, den Bann, also wirklich den permanenten Bann. Bei Grief ist es halt nicht so. Bei Grief-Geschichten, da muss es dann erst ein paar Mal passieren, dass man das gedrückt bekommt oder sehr oft wegen Grief reported wird, glaube ich. Aber da bin ich mir unsicher, da könnt ihr mir nicht ganz zu 100% auf mein Wort vertrauen. Aber ja, wenn das jetzt das fünfte oder sechste Mal ist, wo er das macht, dann ist es irgendwann tatsächlich einen permanenten Bann wert. Diese undurchsichtigen Spielereien, die sie da machen. Das Tiger Tooth sieht echt schmackhaft aus, oder? Tiger Tooth. Das gab's doch vor kurzem. Aber das habe ich vor kurzem geschenkt bekommen von irgendjemandem. Also nicht in M9, sondern ein anderes Tiger Tooth. Ich glaube, ein Gutknife Gutknife, glaube ich. Ja, das könnte möglicherweise für ihn hier ganz unangenehm enden, wenn er sowas öfter macht. Und warum kann er eigentlich durch die Tür gehen, obwohl unten nochmal so eine Bar ist aus Metall? Oder ist das auf dem Glas drauf? Wir achten mal kurz nicht so runter drauf. Das war's schon. 4 Minuten. Höchst fantastisch, mein Freund. Höchst fantastisch! Ja, Grief. Einfach nur Grief. Der Rest. No. Fucking no. Das war wirklich, das war ein bisschen lächerlich irgendwie, oder? Naja. Jetzt habe ich halt gerade kein neues, wisst ihr was? Dann gehe ich halt ganz kurz. Ich stehe unter ein bisschen Zeitdruck. Eigentlich kann ich jetzt nicht machen. Ich bin gleich bei Wallen im Stream, im Matchmaking. Ich habe gesagt, ich nehme noch schnell ein Ding auf. So 8 Minuten wird es dauern. So lange dauert das eigentlich auch. Jetzt haben wir ja schon 4. Also ich will jetzt nicht, dass er dann warten muss. Wisst ihr was? Hört mir mal zu. Wir machen einfach jetzt ganz kleines Giveaway. Ich habe ja so ultra viele Graffitis. Es gibt einfach, ich hau einfach jetzt 3 Graffiti, 5 Graffiti, oh Gott. Ich hau 5 Graffitis raus an die Leute, die jetzt noch da sind und ganz nebenbei erwähnen, wie sehr sie sich schon auf Silvester freuen. Übrigens auch an der Stelle einen guten Rutsch an euch alle. Feiert schön, haut ordentlich rein, lasst richtig krachen und esst vor allem viel, sehr wichtig, viel essen. Ja, es gibt 5 Graffitis. Ihr erwähnt jetzt ganz am Ende, was habe ich gesagt? Wie sehr euch auf Silvester freut, glaube ich. So am Rande erwähnen. Wenn jetzt jemand schreibt, ich freue mich schon auf Silvester, aber keinen Bezug auf irgendwas anderes nimmt, schwierig, schwierig. Also zu eurem Kommentar, zu eurem normalen Kommentar dazu. Okay? Weil wenn ihr anfangt, einfach so zu schreiben,
ich freue mich schon auf Silvester und das machen 30 Leute, dann kommt jemand dahergelaufen ist und denkt sich, ich glaube, damit hat das was auf sich, das schreibe ich auch mal. Und schon ist der Zauber weg, also versteckt das so ein bisschen in einem normalen Kommentar, okay, dankeschön. Ja, das war's eigentlich. Ich suche dir dann aus, einfach passend zu eurem Namen oder sowas. Vielen Dank fürs Zusehen, macht's gut, bis zum nächsten Mal, ciao, ciao.